Hoch über dem Westufer des Toten Meeres erhebt sich die Festung Masada in der Wüste. Sie ist die eine der zweithäufigsten besuchten archäologischen Städte in Israel und spricht von Mut, Glauben, Ausdauer im Angesicht großen Übels. Monumental, historisch und prophetisch war Masada das Thema von Filmen, Büchern und ist ein zentraler Teil der Kultur des modernen Staates Israels. Es war König Herodes der Große, der Masada in seiner Pracht und Größe errichtete. Unter seiner Planung und Investition wurde Masada, was auf Hebräisch Festung bedeutet, zu einer unbesiegbaren, sich selbst versorgenden, abgelegenen Festung, zu der er Zuflucht nehmen wollte, falls sein Leben und seine Familie jemals bedroht würde. Lange nachdem Herodes starb, begann der große jüdische Aufstand gegen die Römer in Caesarea, griff auf Galiläa über und erreichte schließlich Jerusalem. Um 70 nach Christus durchbrach die 10. römische Legion die Mauern Jerusalems. Die Stadt wurde zerstört und der jüdische Tempel bis auf den Grundmauern niedergebrannt. Mit Hunderttausenden von Opfern, genau wie Jesus es vorausgesagt hatte. Einige Überlebende entkamen durch das Kidrontal und flohen nach Masada. Hier sollte das letzte Gefecht stattfinden. Josephus Flavius beschrieb das letzte Gefecht der fast 1000 jüdischen Verteidiger, die die Kontrolle über die Festung übernahmen und dort 3 lange Jahre die Stellung hielten. Sie fragten sich vielleicht, was war das Problem? Warum investierte das große römische Reich so viel Zeit, Mühe und Geld, um ein paar Juden in einer abgelegenen Wüstenfestung zu besiegen, von der kaum jemand etwas gehört hatte? Der Grund dafür war, dass die Römer über das hebräische Beharren auf den Anbetung eines einzigen Gottes, Jehova, der Gott Israels, wütend waren, in Missachtung der vielfältigen Götzen der römischen Gesellschaft. Deshalb mussten sie verschwinden. Mit der beständigen Wasserversorgung hätten die Verteidiger Masada auf unbestimmte Zeit halten können. Der einzige Grund, warum ihre Verteidigung zusammenbrach, war, dass sie nicht die jüdischen Sklaven töten wollten, die für die Römer die riesige Rampe bauten, auf der die Truppen des steilen Berghang zu den Toren von Masada hinaufgelangen konnten. Und so beschlossen sie stattdessen, durch ihre eigenen Hände zu sterben, statt römischer Misshandlung und Folter und zuzusehen, wie ihre Frauen und Kinder in Sklaverei gebracht werden. Josephus beschreibt, wie die Männer ihren Familienmitgliedern die Kehle aufschlitzte und die letzten 10 sich selbst töteten. Die berühmte letzte Rede von Alasar ben Jair, dem Anführer der Zeloten, halt bis heute noch, wenn israelische Militäreinheiten in voller Montur nach Masada hinaufsteigen, um beim Sonnenaufgang ihren Diensteid zu leisten, ihr Leben für die Verteidigung des wiedererstandenen Staates Israel zu geben. Dies ist nicht der Schauplatz eines jüdischen Massenmordes, ganz und gar nicht. Tatsächlich ist Selbstmord im Judentum verboten. Was sie taten, war vielmehr Kiddush Hashem. Sie heiligten den Namen des Herrn, des Gottes Israels, durch den Tod, statt sich der Sklaverei und Misshandlung als Trophäen zur Ehre heidnischer Götter auszusetzen. Masadas Geschichte ist weder eine jüdische noch eine israelische Geschichte. Es ist die Geschichte aller, die den einen wahren Gott lieben und die Freiheit lieben. Heute in Masada ist es auch ihre Geschichte. Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie die Vollversion dieses Videos sehen möchten, um mehr über die Webseite zu erfahren, klicken Sie unten.